Wir wollten eigentlich auch keine Kinosituation machen. Wir wollten nicht, dass sich nur jenseits und hintereinander alle Filme anschauen, sondern wir wollten, dass sich die Leute auch bewegen, also dass sie alle. Dass man eben dann merkt, okay, jetzt ist der dritte Film, jetzt kommt der nächste, jetzt kommt wieder einer, den man schon gesehen hat, also steht man auf und geht nach oben und geht zur nächsten Position, schaut sie an. Weil man aber vielleicht nicht zu lange warten möchte, gibt es immer noch parallel einen Monitor, der dieselbe Rolle zeigt. Aber auch da entstehen ja ständig neue Konstellationen zwischen diesen Filmen, weil ja die immer ununterbrochen in anderen Beziehungen stehen. Wir wollten das auch, weil wir irgendwie eigentlich auch auf so ein visuelles Element hinweisen wollten. Und da gibt es ganz viele, wenn man sich auf die Suche macht, wie sich Dinge im Umgang von Leuten mit diesem Raum irgendwie verdoppeln. Wie zum Beispiel, hier ist ein Kirot hier auf dem Fahrrad, auf dieser Projektion rechts. Rückwärtsfahrt, indem sie hinten auf dem Lenker sitzt und so die Stadt durchquert. Man kann auch zu diesem Video ganz viel sagen, aber das werden wir dann vielleicht ganz kurz höchstens machen. Und wie dann plötzlich in dem Video von euch, 1991 oder 96 oder von You Never Know, die Leute alle rückwärts am Fahrrad fahren, aber nur deshalb, weil sie das Video rückwärts aufgenommen haben und sie selbst rückwärts gehen und das danach ausschaut, als würden sie nach vorne gehen. Und dann wiederum sieht man eben diese Liniengeschichte, die Malereigeschichte und dann das Video von Lucio Auri, wo diese Leute diesen Tennisplatz, das ist eine ganz normale Firma, die arbeitet in Los Angeles daran, professionelle Tennisplätze mit Linien zu versehen. Und die reden, das ist sehr schwer zu verstehen, also das kann man nicht machen, weil das ist ohnehin ein ziemlich starker Akzent, den die sprechen, und Lucio spricht einen starken Akzent, weil er Australier ist. Die reden darüber, wie wahnsinnig präzise man sein muss und wie die allererste Linie, die man setzt, jede weitere Linie bedient.